Die Gruppe ist jetzt bei den Haupttoren des einstmals großen Zwergenreiches Erebor angekommen. Die Ruinen erinnern an den Schrecken, der drinnen lauert. Seht ihr was? Nichts! Hier oben! Du hast scharfe Augen, Bilbo Beutlin. So, liebe Leute, willkommen zurück zu Lego der Hobbit. Ich habe mal ausnahmsweise jetzt mal den Weg rausgeschnitten. Das habe ich ja bisher nicht gemacht, aber ich habe gesehen, alle anderen machen das auch, deswegen passt es schon. Ihr habt auch nichts verpasst, wir sind einfach nur so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und ja, machen jetzt weiter. Die nächste Mission ist angesagt. Letztes Mal haben wir ja Radagast und Gandalf gesehen, wie sie ja so ein bisschen versucht haben, die Auferstehung von Sauron zu verhindern, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Whoa, Party Time! sorry. Boah, wie viele Sachen hier rumliegen. Die nehme ich mal alle mit. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr so krass. Ah, okay, alles klar. Wir brauchen dich hier zum Beispiel. Komm nochmal raus aus dem Ring, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Ne, das reicht noch nicht. Hast du nicht auch so einen Stab? Wer hat denn noch so ein Schwert? So ein Stab meine ich. Oder reicht es doch schon? Na klar, das reicht doch schon. Oh Gott. Zack, zack, zack. So. Und ich mit dem dicken Knüppel. Da kommt er auch schon angerannt. Oh Gott, dieses Hin- und Herwechseln, ne? Oh, da rechts sehen wir schon wieder dunkle Energie, oder was das ist? Yes. Boah, ich hätte ihn fast runtergeschubst. Nicht ihn, den da. Komm schon. Okay. Ah, der hat auch eine Axt, oder? Ja, klar. Ich glaube, die Leute kommen nicht automatisch hinterher, oder? Kommen die automatisch nach? Ach du Scheiße, was müssen wir denn hier alles machen? Seht euch das mal an. Ist das eine Speicherstatue? Nö, dann halt nicht. Na doch, da sind sie doch. Schön. Schön, dass ich es mal ausnahmsweise mal alleine geschafft habe, Jungs. Dich brauchen wir da oben. Nee. Achso, du sollst dran schwingen. Alles klar. Zieht, Jungs, zieht! So, wo kommen wir raus? Da oben kommen wir raus. Oh Mann! Wir brauchen den mit der Steinschleuder. Rastet komplett aus hier. Hast du die Steinschleuder? Hat der die Steinschleuder? Ja, er hat die Steinschleuder. Da müssen wir blau haben.
Da grün. Und hier rot. Es sind aber ganz schön viele Sicherheitsvorkehrungen hier, dass man da bloß nicht reinkommt. Aber verständlich, oder? Okay. Gar kein Problem hier, gar kein Problem für ihn. Zack. So. Guck mal, wie viele Steine wir haben. 313 schon. Am Anfang hatten wir noch so ein bisschen Probleme mit den Ressourcen. Und jetzt ist alles gar kein Problem mehr. Go, go, go. Kommt ihr hinterher, Jungs? Wo sind die denn schon wieder? Sollen alle, die an uns zweifeln, diesen Tag bereuen. Also dann, wir haben einen Schlüssel. Das bedeutet, irgendwo gibt es auch ein Schlüsselloch. Dwalin ist sehr schlau. Das Licht schwindet. Macht schon. Ist ja gut jetzt. Ich will mal jetzt eiskalt direkt mal rätseln, vielleicht hinter dem Baum. Da ist auf jeden Fall was. Ich sollte unbedingt mal speichern, bevor hier irgendwas passiert wieder. Okay. War die Musik richtig schön gerade. Bauteile? Ja. Oh, hör bloß auf zu singen, ja. Moment. Nicht du. Nicht du! Es gibt doch mehr als euch beide, Mann! Hallo! Anscheinend gibt es doch nur die beiden. Na gut, dann machen wir es halt so. So. Bin ich da bloß drauf gekommen, dass es hinter dem Baum sein könnte? Die geheime Tür. Seht ihr was? Das nützt nichts. Mit Gewalt kommt man hier nicht bei. Kommt zurück! Es ist das Licht des Mondes, des letzten Herbstmondes!
Das war dann jetzt ein recht kurzes Level. 24% noch. Oh Mann. Das letzte Licht des Durinstages hat den geheimen Zugang zum Berg, der auf der Karte verzeichnet ist, enthüllt. Vor der Gruppe liegt ein dunkler Gang, der zum Reich Erebor und den verlorenen Schätzen von Durins Volk führt. Na gut, Leute. Ihr kennt das ganze Level vorbei. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und dann hört man sich im nächsten Part. Haut rein und tschüss.